So, ich glaube, ich lege mich mal ganz kurz pennen. Das mache ich mal hier. Andererseits, wir müssen ja jetzt eh reisen. Achso, warte, Gebiete über mich. Bowerstone Markt, dann erstmal direkt auf den Markt, ne? Altstadtstraße, nee, das Stadtzentrum, so. 29 Stunden, scheiße, dann ist doch dunkel. Na gut, was soll's. Ich wollte eine Aufnahmepause machen, immer noch, verdammt. Es sind gleich 6 Stunden, die ich aufnehme. Ich muss echt was essen, ich sterbe hier gleich. Ich habe leider sind meine Heiltränke alle, die ich ja sonst immer rumstehen habe. Gut, gut, dann hau ich mich mal im Gasthof aufs Ohr, ausnahmsweise. Mit einem Ring könnten wir heiraten, wisst ihr? Nee, ich mache das nicht im Gasthof. Ich gehe natürlich nach Hause zur Familie, ist doch klar. Zu meiner Lieblingsfamilie sozusagen. Komm ich hier rein, Schatzi? Ist das hier? Ist so dunkel. Oh, ich dachte, ihr kommt nie zurück. Ich hab euch noch nicht. Das ist sehr liebevoll. Ich guck natürlich erstmal nach dem Kleinen. Der lacht natürlich wieder. Ist ja klar. Du kleiner Honiggut. Wer hat die Handpuppen? Nana. Ja, du bist schon ein kleines Hosenscheißerle. So, das andere kriegen wir auch noch voll. Lachen mag der ja nicht so. Machen wir doch wieder Handpuppe. Nana. Wir müssen eine der wohlhabendsten Familien Albions sein. Das mag's. Alter, was ist denn da hinten los? Bei der Treppe? Was kommt denn da alles hoch? So, Schatzi, für dich habe ich natürlich auch wieder was mitgebracht. Und zwar frisch gepflückte Blumen. Die magst du auch so gerne. Ui. Und hier. Alter, was ist denn hier los? Ich will schlafen. Ich liebe es. Sieh mal einer an. Ich ruhe mal 6 Stunden und ich glaube, mit Beischlaf ist hier nichts, wenn ihr die ganze Zeit, nachdem ihr hier geschlafen habt, geltet ihr als moralischer. Hier zu schlafen hat die Leute von der Reinheit eurer Absichten überzeugt. Nachdem ihr hier geschlafen habt, findet man euch attraktiver. Na, aber hallo! Hast du einen Grafikfehler an der Mütze? Oh, da gibt's ja noch einen Dachboden. Kommen wir da drauf? Tatsache! Nanü? Es ist morgen! Ich wusste gar nicht, dass es Dachböden gibt. Das ist ja cool. Wacht auf, der Tag. Oh! Eine Truhe! Hoffentlich ist da ein Schlüssel drin. Ich kann ja nicht mehr moderieren, dass ich schon. Hoffentlich ist da ein Schlüssel drin. Geldbeutel. Naja, gut, man will sich nicht beschweren. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ich freue mich, dass wir einen Dachboden haben. So, Mädels, lass mir mal durch. Ja, natürlich, uns geht's super. Wir können uns echt nicht beschweren. Wir sind die Letzten, die sich beschweren können. Hallo, Hundi. Hast du gut geschlafen? Hundehaus gibt's leider nicht. Hätte ich dir sonst auch schon gekauft. Ich bin eine Prinzessin. Hier ist noch keiner da. Dann nutze ich die Zeit mal für ehrliche Arbeit, solange der Schmied nicht da ist. Hallo? Die Zeit hat alles gelöscht, was hier mal stand. Was? Naja, das fängt da gut an. Zielt auf die Klinge. Nein, Alter, ich bin voll schlecht. Jetzt geht's wieder los. Boah, Alter, das ist zu schnell. Die ist schön scharf. Das wird echt schwierig. Ich habe einen Heiligenschein. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade dahin geguckt. Ich habe einen Heiligenschein, fällt mir jetzt erst auf. Krass. Ist fertig. Super. Ich glaube, ich hole mir noch einen schlohweißen... Ach, scheiße, Alter. Das wird ewig dauern. Ich bin gerade völlig unkonzentriert. Ich spiele auch schon viel zu lange. So, 90. Der Goldmultiplikator. 23.000 brauchen wir noch. Das werden wir auf keinen Fall so schnell hinkriegen. So, weg damit.
Nee, komm. Ihr hämmert wohl nicht so oft wie... ich hämmer dir gleich mal eine. Ich bin gerade nur ein bisschen unkonzentriert. Wie verführerisch. Und was ich jetzt mal mache ist, ich hole mir einen Bart. Haarfärbemittel wäre auch mal ganz cool. Der Schmied ist noch nicht im Hause. Nee, dann mache ich mal folgendermaßen. Dann gehe ich mal kurz zum Barbier. Der wahrscheinlich auch noch nicht im Hause ist. Wir verstehen uns einfach blind. Das gibt's nicht oft. Ich kenne dich nicht. Ich habe mit dir nie geredet. Lass mich in Ruhe. Schatz, mach was. Die komische Trulla belästigt mich. Wisst ihr, dass wir schon ewig verheiratet sind? Das hat uns keiner zugetraut. Nee, das stimmt. Hast du recht. Trink erstmal Käffchen drauf. Oh, Freude. Ziemlich gut. Ja, Kaffee ist lecker. Hast du recht. Das ist guter Kaffee. Guck mal, ich habe gleich auch einen Ring über dem Kopf. So wie du. So, wann tanzt du denn mal für mich eigentlich, Schatz? Hm? Sag doch mal. Sieh mal einer an. Bing! Das ist wundervoll, mein Schatz. Und das hier, guck mal, wird immer mehr. Das ist so berühmt, Bild. Das war unglaublich, Liebling. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ich hab leider keine. Ich liebe es. Kann ich dein Freund sein? So, du bist die Friseurin, ne? Da geht's ja gleich auf alle Viere, da weißt du Bescheid, was die frisiert. Okay, kaufen. Der Lippenklau. Das Debüt. Der mächtige Schnauzer. Wir haben momentan Schnurrbart entfernen. Gibt's denn hier keinen mächtigen Bart mehr? Gibt's hier nur Schminke und Tuntenbärte? Alter, was ist das für ein Laden? Fusselbart. Die Koteletten. Abgerundeter Poet. Den haben wir momentan. Der Zopfbart. Das Männerlätzchen. Attraktivität. 5. Wie viel haben wir momentan? 7,5. Ich mache aber trotzdem mal den hier. So. Das werdet ihr nicht bereuen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Attraktivität 10. Schulterlanges Haar mache ich jetzt auch mal. Was haben wir denn momentan für eine Frisur? Ungekämmtes Haar. Da mache ich jetzt mal schulterlanges Haar. Mit dem Bart zusammen. Hoffentlich gefällt es euch. Gut. Nee, bin ich auch nicht. Ich bin ein Arsch. Ihr zeigt nicht sehr oft, dass ihr mich liebt. Weil ich euch nicht liebe, Poppy! Mann! Lasst mich in Ruhe, du verrücktes Weib! So, was können wir beim Schmied jetzt wieder kaufen? Alles! Sehr gut! Es wird euch nicht leid tun um das Gold. Irgendetwas sagt mir, dass wir gleich noch reicher sein werden als zuvor. Zumal wir auch nicht wenig Waffen dabei haben. Oh, der hohe Preis ist berechtigt. Beste Qualität. Ich bin eine Prinzessin. Ich auch. So. Nochmal ganz kurz gucken, wie er jetzt aussieht mit dem Bart und so. Ich glaube, mit reindrücken ging das irgendwie, ne? Dass man sich den anguckt. Den Bart müssen wir auch noch irgendwie weiß kriegen. Ich brauche noch irgendwie Färbemittel oder wir müssen noch ehrenhafter werden. Wobei ich dachte, die Haare werden automatisch weiß. Da müssen wir mal schauen. Je besser euer Zukunftsgestellt ist, bla bla bla. Besucht regelmäßig eure Familie, damit sie glücklich ist. Über das Hausschild könnt ihr auch das Haushaltsgeld erhöhen. Machen wir beides. Zumindest die eine Familie. Die andere nicht so oft. So leid es mir tut, aber hier sind wir einfach auch öfter. Der Wald. Gerade das Herz stehen. Nahrungsmittelhändler. Hallo, Auserwählter. Gewehrhändler, super. Jetzt kann's losgehen. Zu euren Diensten. Mal gucken, wie viel wir jetzt verkaufen können. Wie viel wir jetzt einnehmen können, vor das allen Dingen. Nehme ich sofort in mein Angebot auf. Hier ist noch der ganze Billo-Scheiß. Wo wir uns früher darüber gefreut haben, das ist jetzt alles Kacke. Oh, das ist aber ein fairer Preis. Oh. Das ist aber ein fairer Preis. Ja, natürlich, natürlich. Ich halte es immer sehr fair. Ich kaufe euch immer gerne unliebsame Waren ab. So, jetzt haben wir 770.000. Yeah, immerhin. Ja, nichts. Neuigkeiten gar keine. Sie auch nicht, ne? Ich muss das nächste Artefakt erst noch finden. Okay. Das kann dauern. Okay, okay. Ich glaube, wir kriegen die Quests langsam alle durch. Nee, 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 nee.
was ich jetzt mal mache, bevor ich die Aufnahme beende. Das tut mir sehr leid, dass ihr das jetzt ertragen müsst. Haben wir noch einen Getränkehändler hier irgendwo oder sowas? Ja, nicht Geschenke, sondern Getränke. Nahrungsmittel? Riskantus scheint die Sonne heute nicht besonders hell. Erinnerte an Brathuhn, gewürzt mit Lorbeer, Oregano und einer dritten Zutat. Gewehr. Ich bleibe einfach hier stehen und ziehe das jetzt durch. Und zwar Gegenstände. Tränke. Schlechter Erfahrungstrank. Oh. Es wird selten berichtet, was wegstecken. Steck die Waffe weg. So, eine Spende für das Licht. Ich wollte eigentlich Gegenstände. Tränke. Kleine. Willenskrafttrank. Hier, zack. So, Fertigkeiten, Gegenstände. Dass das nicht einfacher geht, ist doof. So, ewiger, verdünnter Willenskrafttrank. So, Gegenstände. Tränke. Verdünnter Willenskrafttrank. Gegenstände. Tränke. Hopp, Stärketrank. Gegenstände. Tränke. Hopp, Stärketrank. Gegenstände. Tränke. Hopp, Stärketrank. Stärketrank. Gegenstände. Entschuldigung. Tränke. Das wird ein bisschen dauern jetzt wieder, wie immer. Stümperkönstrank. Wir saufen uns die ganzen Tränke erstmal rein, die wir hier haben. Die haben sich ja wieder angesammelt ein bisschen. Stümperkönstrank. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt die ganzen Tränke trinke? Pass auf, Stümperkönstrank. Und ich lasse das alles da liegen und mache dann den nächsten Trank. Was passiert denn dann? Die müssten sich ja eigentlich ansammeln, ne? Verwässerter Erfahrungstrank. Super, dann machen wir das mal lieber so. Sparen wir ein bisschen Zeit, immer so eine Sekunde. Verwässerter Erfahrungstrank. Gegenstände. Tränke. Lehrlingskönnstrank. Gegenstände. Tränke. Aufgegossener Willenskrafttrank. Gegenstände. Tränke. Aufgegossener Willenskrafttrank. Gegenstände. Es tut mir echt leid. Tiefenschöner aufgegriffener Willenskrafttrank. Tränke. Aufgegossener Willenskrafttrank. Gegenstände. Alter, es ist echt eine Last. Willenskrafttrank. Gegenstände. Tränke. Konzentrierter Erfahrungstrank. Gegenstände. Tränke. Konzentrierter Erfahrungstrank. Ja, die Spannung steigt ins Unermessliche. Es ist unfassbar. Huch, Mist. Jetzt habe ich auch so noch falsch gedrückt. Tränke. Konzentrierter Erfahrungstrank. Gegenstände. Tränke. Belverin Stärketrank. Gegenstände. Tränke. Wo ist er denn? Belverin. Belverin? Da. So. Alles mal ein bisschen einsammeln hier. Das grollt es schön durch. So. Gegenstände. Tränke. Gelehrten Könnenstrang. Gegenstände. Oh, Alter, ey. Tränke. Wir haben es aber bald durch. Es sind nicht mehr so viele. Trollstärketrank. Gegenstände. Tränke. Ja, wir haben es bald geschafft. Gegenstände. Tränke. Konzentrierter Willens. Oh, davon haben wir 5. Nein! Gegenstände. Tränke. Konzentrierter. Gegenstände. Tränke. Konzentrierter. Gegenstände. Alter, der muss doch langsam pissen wie so ein Schrat. Der zieht sich hier die ganzen Tränke rein.
Die Kutte müsste gleich gelb werden, automatisch. Vielleicht kann er ja neues Färbemittel abfüllen damit. So, konzentrierter Willenskrafttrank, zack. Gegenstände. Tränke. Angereicherter Erfahrungstrank. Was macht denn ein Lebenstrank eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Tränke. Erweiterte Gesundheitsanzeige. Dieselben Alchemisten, da, da, da. Ich glaube, das können wir auch mal. Sehr schön. So, haben wir alle Tränke mal weggesoffen. Das wurde aber auch Zeit. Es tut mir leid, wenn das so ein bisschen gedauert hat. Natürlich haben wir keinen Bonus gekriegt dafür. Wäre auch noch schöner. So, als nächste Quest bereite ich dem Zukunftsgronk schon mal was vor. Was haben wir denn da? Quests? Große Hitze, da ist noch ins... Ja, die könnten wir eigentlich mal machen, die große Hitze. Eine Spende für das Licht. Tempel das Licht. Lalala, um 12 müssen wir was machen. Im Zenit. Ich vermute, es ist um 12. Ich hoffe, es ist um 12. Findet und rettet die... Ja, das ist ja wohl... Also wie viele Sklaven soll man denn noch retten? Ich wollte das doch nur vorbereiten. Ich wollte nicht hinreisen. Ich fürchte, wir müssen eben nochmal kurz Sklaven retten gehen. Ein Leben der Reinheit führt zu einem reinen Äußeren. Aber wollt ihr für eine reine Haut wirklich all die sündigen Freuden Albions widerstehen? Haben wir schon mal vorgelesen, ich erinnere mich. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob die Voice noch aufnimmt hier gerade. Bei über 6 Stunden sind wir jetzt schon. Lasst mich in Ruhe. Hallo Schatz, ich laufe hier nochmal vorbei. Na, Hauptsache du liebst unser Haus, nicht mich. Kuh. Nein, ich liebe dich. So. Schlechte Nachrichten. Noch mehr Leute wurden gefangen. Natürlich. Bereit für eine weitere Rettungsaktion? Was auch sonst. Wie gut, dass es euch gibt. Hier sind die Einzelheiten der Mission. Ja, pack schon aus. Bürgerrettung, Details. Versiegelte Schriftrolle. Wir befolgen die Anweisung. Rette die Sklaven aus dem Lager in Bauertümpel. Was? Was? Bauertümpel? Nicht, dass unsere Zweitfrau versklavt wird. Das wollen wir doch nicht. Die gute Dame, die muss so schon leiden genug. Da müssen wir gleich hin und erlösen. Und in Oakfield brauchen wir übrigens noch eine Drittehe, glaube ich. Eine Drittehe. Da müssen wir mal gucken, denn da haben wir ein Haus, das will noch bezogen werden, das relativ groß ist und vor allen Dingen schön gelegen. Hier ist auch schön einfach, hier ist auch schön. Warte mal, so. Echt schön, so. Hallo Händler, hast du Waffen? Was handelst du denn? Au, 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 au. Ha, ha, ha. Ich zwick's gerade am Knie, was ist denn hier los? Kleidung kaufen, Mönchshandschuhe, das haben wir doch alles schon. Wie du siehst, trage ich das bereits. Aber vielen Dank für dein Angebot. Vielleicht hätten wir uns noch ein Zweitoutfit gönnen können. Na nü. Hier unten also irgendwo. Ein Schatz? Naja, aber nur ein Schatz. Das war noch nicht das Sklavenlager, das holen wir gleich. Und dann heben wir das natürlich auch raus. Haben wir das mal eben schnell gemacht. Attentätermantel, aha. Lauert im Dunkel, schlüpft unentdeckt in Häuser und erledigt eure Ziele lautlos in diesem schicken Mantel. Nice. Wohin führt mich denn... Ach, hierhin. Schlüssel! Holt mich hier raus! Natürlich, natürlich! Ihr habt mich gerettet! Im Himmel sei. Aber ja, ist doch klar! 500 Ansehen! Erfolg freigeschaltet, das Vorbild! Ihr konntet die entführten Dorfbewohner befreien! Ich freue mich, meine ich. So, Inhalt wird gespeichert. Freue ich mich gleich doppelt. So,
So, die nächsten Quests. Die Quests haben wir mal eben schnell gemacht. Die Gargoyles, die Bildhauerin, das ist ein Never-Ending. Also die Gargoyles müssen wir erstmal finden. Eine Spende für das Licht müssen wir um 12 irgendwie hinkriegen. Die große Hitze der Astlochinsel. Ja, dann reisen wir zu den Astloch-Docks und das überlasse ich dann aber dem Zukunftsgronk, denn ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause und der darf sich dann hier quasi um die Hitze kümmern und später auch um die Hämmer, die schon seit einer Woche an den Docks steht und auf uns wartet, aber das kann uns ja egal sein. Wir haben ja Zeit, dafür haben wir 10 Tränke getrunken. Sklaven befreit, einen schlohweißen Bart wachsen lassen und auch noch eine schnieke Maske auf. Ja, wir sind wahrlich Jesus of the Opera, also der Jesus der Oper sozusagen. Und als wahrer Jesus verdingen wir unser Geld natürlich auch im Waffenhandel, ist doch klar. Aber hey, immerhin haben wir wieder liquide Mittel. Wir verdienen inzwischen ein erkleckliches Sümmchen an Miete. Eigentlich haben wir bisher so ziemlich alles richtig gemacht. Und ich bin sehr gespannt vor allen Dingen, wie lange dieses Spiel noch gehen wird. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Das ist ja unfassbar.